Hallo Holzfreunde, es ist mal wieder Zeit, etwas mit der Shaper Origin zu arbeiten. In diesem Video zeige ich euch, wie man zweifarbige Fingerzinken herstellt. Diese sind der absolute Hingucker für eure Projekte. Um die Fingerzinken zu fräsen, benutze ich die Workstation. Damit lassen sich meine Werkstücke senkrecht einspannen. Um einen hohen Farbkontrast zu erreichen, nutze ich Nussbaum und Ahorn. Die Shaper hat schon eine fertige Software für unsere Fingerzinken vorbereitet. Dazu wählt ihr im Erstellenmenü Box Joint Basic. Da könnt ihr den Fräserdurchmesser einstellen, Dicke und Breite eures Werkstücks, die Anzahl der Zinken und eine eventuelle Leimfuge. Und schon wird ein Fräspfad erstellt, den ihr dann nur noch auf eurem Werkstück positionieren müsst. Der Fräspfad ist mit einem A gekennzeichnet, das Gegenstück mit einem B. Die beiden Fräspfade könnt ihr durch Tippen auf dieses Symbol wechseln. Zum Fräsen benutze ich einen 6 mm Schaftfräser mit Spiralnuten. Wichtig ist jetzt, dass ihr den Zwischenraum zwischen den Zapfen größer macht und somit die Zapfen etwas kleiner macht. Ich wähle hier ein Offset von 1 mm. Diese 1 mm ist dann nachher die Stärke der Ahornkontur an eurem Werkstück. Der hintere Teil der Zapfen muss jetzt auch um 1 mm verkürzt werden. Hierzu erstelle ich mir ein Rechteck und positioniere es. Diese 1 mm ist wiederum die Stärke der Ahornkontur im hinteren Zapfenbereich. Nun fräse ich das Gegenstück aus Ahorn. Dazu wechsle ich von der A-Kontur zur B-Kontur. Diesmal fräse ich die Zapfen etwas breiter und die Zwischenräume etwas schmaler. Dafür habe ich einen Offset eingestellt. Einmal probieren, ob es passt. Und dann verleimen. Der Überstand wird jetzt bündig abgesägt und beigeschliffen. Nun fräsen wir die finale Zapfenform in unser Werkstück.
Das machen wir wieder mit dem Fräspfad A und ohne einen großen Offset. Auf die Frästiefe achten, 1 mm über dem bleiben, was wir bisher gefräst haben. Das zweite Werkstück fräsen wir jetzt ganz normal mit dem Fräspfad B. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben eine tolle Kontur um die Zapfen herum. Jetzt wiederum alles verleimen und schleifen. Der richtige Kontrast kommt erst richtig heraus nach dem Ölen. Hat euch das Video gefallen? Gebt ihm ein Like. So, jetzt ran an die Maschine und nachbauen.